Christmas, Mommy. Yeah, Planet kollabiert, nicht wahr? Ja, man wünscht sich ja von Tomaten und Kometen, der alles auslöscht, ja.
Firma so einen Kometen, der, wie gesagt, den Globus von dem Planeten fliegt, gell? Mann. Ja, so eine riesige Mann. 200 Millionen Mann. Kilo Hiroshima-Bombe in Form eines Asteroiden, der hier einschickt, die halbe Planetenkruste aufreißt, gell? Dann ein Pilz so groß wie die USA. Die Atmosphäre kann dunkeln. Dass nichts mehr übrig bleibt von dieser ekelhaften Brut, gell, nicht wahr? Und dann dieses Mütter, deren einziger Lebenszweck es ist, ihr trotzdem neues Leben zu gebären, damit sie irgendwie einen Sinn in ihrer kleinen Kriecher-Existenz auf diesem Planeten angeht, dass sie sich vermehren und ihrem biologischen Programm folgen als Mutterkühe. Ihre Blasen großziehen, gell? Nicht wahr? Pfui, Teufel, das Ekelhafte! Mütterkühe sind mir das Widerwärtigste aus. Mutterkühe mit ihren Kinderwegen, wenn sie hier im Supermarkt in die Hand fahren, gell? Oder wenn sie dir auf der Straße entgegenkommen und du musst auf die Seite springen, dass die Mutterkuh mit ihrem ausgezackten Braten im Kinderwagen irgendein kleines etwas. Ja, nicht wahr, du musst auf die Seite springen, dass das Mutterviech da sozusagen durchfahren kann. Ja, Mann, voll ich teile mich. Ja, widerlich, gell, und an Primitivität nicht zu überwinden. Ja, ja, nee. Mehr als du. Ja, keine andere Spezies auf diesem Planeten möchte sich an die unschuldige Welt. Mensch, in meine Initialen und deiner Reihen. Zu treiben und zu massakrieren. In Massenexekutionen, dass das ganze Meer von Blut schwimmt, gell? So was bringt nur der Mensch fertig, ja? Nur der Mensch bringt es fertig, andere Menschen bei lebendigen Leibe die Köpfe abzuschneiden im Namen irgendeines Allah, den es gar nicht gibt, gell? Ja, leg mich doch am Arsch, du. Ja, verkommener Dreckhaufen von einem ausgefotzten Scheißehaufen Planeten an der östlichen Spiralarm einer unbedeutenden Galaxie, gell? Und sie halten sich für das Zentrum des Universums mit ihrem Scheißdreck, gell? Sie halten sich für das Zentrum des Universums mit ihrem Scheißdreck, ihrem kleinkarierten Dreckmüll, ihrem Scheißleben, wie sie sich durchs Leben winden, diese schmierigen Lappen, gell? Andere betrügen, sich hochzicken, ja, nicht wahr? Ja, krumme Geschäfte machen, andere Leute ausnehmen, ausbeuten, dass sie ihre fetten, vermassten Schweine herrschen. Ihre widerlichen Schweine herrschen. Mit irgendwelchen Whirlpool-Teilen drin und sich von kleinen Asiaten in die Schwänze lutschen lassen. Ja, weil diese kleinen Asiaten kein Geld haben und mit dem Schwanz lutschen ihre Familien in Thailand finanzieren, gell? Müssen sie an fetten Schweine, Borsten, Viechern die Schwänze lutschen, dann voll Freilegung. Thank you.
Du hast mal im Stofftaschentuch, hä? Du Verschwender, du. Ja, der wird sich noch drauf freuen, ne? RTL, die zwei Gott. Ah, cool. Guck mal, das war sehr für dich. Du hast immer stärkste Staubfutter. Oh ja, gucken wir an, wie der grinst, dieser kleine Bengel. Und wie die alle grinst und wie der aussieht. Ja, das ist scheiße. Ah, das ist doch lustig, aber ein schöner Pilz, was ich nicht mehr geschaut habe. Ja. Wie die lustigen Backen haben. Jetzt, mach Dinge nur kaputt. Also ein bisschen verstehst du das. Das war vielleicht in meiner Welt. Sogar fertig? Ich hab lange nicht. Ja, den ganzen Tag kacken sie in die Rohre rein, gell? In den Großstädten. 100 Millionen Tonnen Scheiße schwimmen durch die Abflüsse. Durch die Eingeweide der Städte jeden Tag Scheiße, Pisse, ja, völlig wahr. Ach, das rauschen nicht. Ich bin nicht im Laden wieder rein.
Jesus, please.
die Welt in politisch links oder rechts einteilen könnt, dann seid ihr von gestern, dann seid ihr die Ewiggestrigen. Wenn ihr überhaupt noch glaubt, dass man diese Welt in politisch links oder rechts, FDP, CDU, NSDAP, SPD, überhaupt das noch einteilen kann, das ist doch spätestens seit 1945 absolut undenkbar, die Welt überhaupt noch in diese wichtigen, limitierten Kategorien einzuteilen. Kein Tier macht das. Kein Tier hat Angst vor Adolf Hitler. Absolut nie. Ein Tier kannst du gar nicht bestechen. Kein Tier kannst du durchpolitisieren. Ja, politisiert niemals diese Gegenstände durch. Was ist das für eine demutslose Geste, diesem geilen Raum gegenüber, wenn ihr politisiert? Hier dient man der Kunst und nichts anderem. Absolut nichts anderem. Man dient nur der Kunst. Total zum Gehorsam. Die Kunst ist eine Befehlszentrale, keine Bittstelle. Stellt überhaupt keine Fragen. Hinterfragt gar nichts. Tut einfach euren Dienst. Tut das, was notwendig ist. Marschiert, marschiert, marschiert. Und steht stolz, stolz, stolz. Ihr habt Stolz zu stehen vor der Kunst. Wie ich es auch tue, war das nicht ein nur Spielzeug der Kunst. Wie überhaupt alles Spielzeug der Kunst ist. Schmeiß dein Ich weg. Mach dich stark und knack. Mach dich stark. Dein Ich ist der Hemmschuh für die Zukunft. Kein Ich ist zukunftsfähig. Wirf es weg. Entindividualisiere dich. Das miese Spiel ist doch, je individueller du werden willst, umso gesichtsloser wirst du. Kein Grei, keine Grafik hat ein Ich. Kunst ist völlig ichlos, seelenlos. Sie ist gegenständlich. Kunst ist immer nur der totale Inhalt. Die Form passt sich an den Inhalt an. Nur die Künstler und die Kunst von heute, die durchdemokratisierte, hat eben gar keinen Inhalt mehr. Es geht nur noch um den niedrigen Willen von irgendwelchen Formfleischmenschen, die gezüchtet wurden in der Weltdiktatur der Demokratie. Die Weltdiktatur der Demokratie hat den weltgleich geschalteten Menschen erzeugt. Sowas hat man nicht mal bei Stalin oder Adolf Hitler gegeben. So grafiklose, nichtssagende Fratzen wie heute hat es noch nie gegeben. Das Gefangenenlager Ich, das ist eröffnet worden. Das Gefängnis der Weltdiktatur der Demokratie ist so riesig, dass ich die Wachtürme gar nicht mehr sehe und freudestrahlend in meine Vernichtung hineinlaufe. Da steht nämlich ganz groß über dem Arbeitslager Ich. Verwirkliche dich selbst, du bist der Gott. Reise ins Ich, du bist das Geilste. Das sind die Devisen, die dich und euch vernichten wollen. Guckt euch die Zeitmaschine an. Wir sind gerade alle dabei, Eloise und Morlocks zu werden. Das ist die Zukunft der Degeneration, Weltdiktatur der Demokratie. Das Dogma, das totale Dogma, die Weltdiktatur der Demokratie. Totales Dogma. Und wir werden zu weltgleich gefaltet, Formfleischmensch gezüchtet. Ja, zu Zierfischen. Wir sollen uns nur noch von den politischen Kernen der Demokratie spannen. Und die Künstler, die das tun, die werden am meisten abgefeiert. Mir erlaubt man so eine Sonderstellung. Aber ich stehe hier nicht wegen der Demokratie, sondern trotz der Demokratie. Ich habe mich niemals von der Weltdiktatur der Demokratie fangen lassen. Nee. Ich bin noch Baby. Kein Baby kennt die Bibel. Nee. Kein Baby ist hinduistisch oder katholisch oder protestantisch. Nee. Das ist nur Luxus. Das ist Geschmack. Das ist...